Heute wird's dufte bei So You und bei dir zu Hause. Ich bin Jen und ich zeige dir, wie man ruckzuck ein Lavendelsäckchen mit einer wunderschönen Verarbeitung näht, das man immer wieder neu befüllen kann. Lavendelsäckchen hängt man in den Schrank oder legt man zwischen die Kleider. So riechen sie immer herrlich und der Duft verscheucht auch noch die Motten. Also, legen wir gleich los! Um ein Lavendelsäckchen zu nähen, brauchst du ein gewobenes Stück Stoff. Ich verwende hier Baumwolle. Du kannst aber genauso gut ein anderes Material, wie zum Beispiel Leinen, verwenden. Wichtig ist einfach, dass du ein Muster wählst, das du auch auf den Kopf drehen kannst. Dieses Rechteck muss 14 cm breit und 38 cm hoch sein. Außerdem benötigst du ein 72 cm langes Band. Ich verwende hier ein 1 cm breites Satinband. Als erstes machen wir auf der linken Stoffseite eine Bezeichnung bei 2 cm. Leg diese Kante an die Bezeichnung und bügel den Umbruch. Mach dasselbe auch auf der anderen Seite. Falte nun diese Kante um 4 cm und bügel den neuen Umbruch. Und ebenso auf der anderen Seite. Falte den Umbruch wieder auf und leg ein Geodreieck mit 2,5 cm Abstand von der Kante entfernt auf den Stoff. Der Nullpunkt ist dabei auf dem gebügelten Umbruch. Nimm einen Cutter und mach damit einen Schlitz vom 3,5 bis zum 2,5 cm Punkt auf dem Geodreieck. Wiederhol diesen Vorgang an allen vier Seiten des Stoffes. Nähe diesen Umbruch nahe der Kante entlang fest. Sichere die Fäden am Anfang und am Ende, indem du jeweils ein paar Stiche vorwärts, dann rückwärts und wieder vorwärts nähst. Schneid die Fäden am Schluss ab. Nähe oberhalb der ersten Nählinie mit 1,2 cm Abstand nochmals durch. Sichere die Fäden genau gleich wie bei der ersten Nählinie. Falls der Abstand zur ersten Nählinie nicht ganz 1,2 cm beträgt, ist das nicht so schlimm. Einfach weiter nähen und bei der nächsten Linie klappt's vielleicht. Und hey, Übung macht ja bekanntlich den Meister. Mach dasselbe auch auf der anderen Seite. Wir haben übrigens gerade den Tunnel für das Band genäht. Falls der Schlitz nicht innerhalb dieser beiden Nählinien ist, ist jetzt der Zeitpunkt, ihn noch etwas zu vergrößern. Falte den Stoff in der Mitte, dass die linken Stoffseiten aufeinander liegen und steck die Seiten so fest. Nähe die Seiten mit 5 mm Abstand von der Kante entfernt von oben nach unten zusammen. Sichere die Stiche am Anfang und am Ende und schneid die Fäden danach ab. Schneid nun noch alle anderen abstehenden Fäden weg. Dreh den Beutel von außen nach innen. Steck die Seiten fest und achte darauf, dass die Naht ganz genau nach außen gedrückt wird. Nähe mit ungefähr 9 mm Abstand zur Kante entfernt von oben nach unten. Sichere auch hier die Stiche am Anfang und am Ende und schneid die Fäden danach ab. Diese Verarbeitungsmethode nennt man eine Kehrnaht oder auch französische Naht. Sie ist besonders schön und edel, weil man nämlich keine Overlock- oder Zickzackstiche zur Versäuberung benötigt.
Drapier den Beutel von innen nach außen. Schneid zwei 36 cm lange Bändel zu. Stich mit einer Sicherheitsnadel durch den Bändel. Zieh nun den Bändel mit Hilfe dieser Sicherheitsnadel durch den Tunnel. Verknote nun noch die Bändel miteinander. Nun fehlt nur noch die wohlriechende Füllung des Säckchens. Nimm getrockneten Lavendel und schneid die Blüten ab. Leg sie in das Säckchen und zieh es zu. Und schon hast du ein wohlriechendes Lavendelsäckchen genäht, das du jedes Jahr wieder neu befüllen kannst. Bitte gib diesem Video den Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Schreib einen Kommentar, auch wenn du noch Fragen hast. Und abonniere meinen Kanal. Vergiss nicht dabei, die kleine Glocke zu drücken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.